Jo, servus Leute, was geht ab? Ich bin gerade mal wieder bei uns auf diegamer.com und hab ja ein kleines, ja, ich werde jetzt nicht sagen Problem, aber einer von unseren Mitspielern meinte gerade im Chat zu schreiben, hier welcher Schimpfwort, ich sage jetzt nicht genau welches, hat unsere Tun angelockt und naja, dem werden wir jetzt mal einen kleinen. Noch ein bisschen Spaß machen, bevor man bannt, würde ich sagen, ne? Das war der Visa Fallen Assassin / TP Fallen Assassin. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Fangen wir mal an. Ups. Da ist wohl jemand runtergefallen. Gucken wir mal, ob er von sich aus gleich wieder geht oder ob er, ja, versucht doch ein bisschen kaputt zu machen anscheinend. Wem gehört das hier? Ich hoffe, das ist keins. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Jetzt haben wir den Goldstein. Was ist denn das? Gott, muss man erstmal gucken. Wildnis, wir befinden uns hier in Mittengard. / T Mittengard. Gucken wir mal. Stellvertreter Svenox, Residenzratsherr. The Brexus HD gehört die Stadt. War hier bauen für Agarauten oder? Residenz, ja. Einwohner können bauen, zerstören, switchen. Ihr seid jetzt nicht hier alles am Zerstören, oder? Ups. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Schreibt er noch was oder schreibt er nichts mehr? So, gucken, was Senti macht. Der sammelt sein das Zeug von ihm auf. Ich hoffe, wir sind nicht beide zusammen zu trollen. So, Brexus HD, wenn du das Video hier siehst und die das nicht abbauen sollten, dann sag mir Bescheid, dann werde ich dir die Sachen natürlich wieder ersetzen. Ich lasse es jetzt fürs Video erstmal laufen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die alles zerstören dürfen. Eigentlich bist du selber schuld, weil alle Residents hier abbauen können. Aber das muss natürlich jetzt nicht sein. The Fallen Assassin ist natürlich noch da. Da hinten kommt der angelaufen. Ja, wacht mal noch ein paar Sekunden. Weiß, geht der Befehl eigentlich gar überhaupt? Event Clear. Fallen Assassin. Na, geht ja da nicht. Event. Na egal, lass mal einfach. / Inf Fallen Assassin. Den Befehl kennen ja eh alle. Was haben wir denn hier? Schärfe 1. Nee. Müssen wir mal umtauschen gegen ein Holzschwert, würde ich sagen, oder? Das übrigens passiert, Leute, wenn ihr auf unserem Server irgendwie meint, beleidigen zu müssen oder irgendwas anderes zu machen. Ja, Maximus, ich würde es ja gerne machen, aber also den Link schicken. Aber geht leider nicht. Wo haben wir denn das Grundstück von Fallen Assassin? Das würde mich mal interessieren. Herrenhaus, Brunnen, Brezel, Bidul, Sebexus HD, Wildnis, Beet, Fallen Assassin. Das ist das Grundstück von Fallen Assassin. So.
Übrigens ist das jetzt auch auf unseren Servern Regeln nachzulesen. Dass Spieler, die gebannt werden oder gekickt werden, von denen wird das Grundstück permanent gelöscht. Also direkt. Und warum soll man es nicht vorher ein bisschen kaputt machen, würde ich sagen. Guck mal, was er sagt jetzt gleich. Ja, hat er noch nicht gesehen. Muss man ein bisschen abwarten. Schade. Vielleicht schreibt er noch irgendwas mit seinem komischen Kumpel. Ich kann es leider nicht nachsehen. Also würde ich sagen, wir warten ganz kurz und schauen dann mal weiter, wie es weitergeht. Ich weiß ja nicht, was sein komischer Kumpel macht, dieser Zenti88, wobei die 88 mir auch ein bisschen, weil es nicht gerade sein Geburtsjahr ist, ein bisschen merkwürdig vorkommt. Ich habe mir das Skin gar nicht genau angeguckt. Slash, TP, Zenti88, was hat der denn für ein Skin? Naja, das sieht noch okay aus, oder? Ja, doch, passt. Slash, TP, Fallen Assassin. Schade, er steht immer noch darum. Dann kann man es in der Zeit noch ein bisschen weiter kaputt machen, würde ich sagen, oder? Ach, süß. Da geht es auch überhaupt gar nicht mehr drauf ein. Der kennt die Serverregeln. Und wer meint, bereinigen zu müssen, darf sich nicht wundern, dass er gebannt wird. Ach, okay, ich sehe gerade. Aus Wut ein paar Sachen zerstören. Alles klar, dann machen wir das einfach mal weiter. Aber ich glaube, der sieht das gar nicht. Aber da somit war der Fallen Assassin auch mit dabei, weil der hat ja geschrieben, wenn man unsere Tunpür ausbindet und wir nur aus Wut ein paar Sachen zerstören. Alles klar. Somit wird der Senti auch direkt mitgekillt, weil das unter Griefen fällt. Und das ist auf unserem Server sowieso nicht gestartet. Also. Was haben wir denn in den Truhen? Oh. Machen wir mal anders. Ach, da ist der andere auch direkt und der stirbt auch direkt. So, haben wir noch irgendwas? Hier unterirdisch ist auch bestimmt auch noch so noch ein paar Sachen, oder? Wo sind die beiden? Hier läuft der eine rum, da der andere. Oh wei. Tja Leute, das war mal euer Grundstück. Tut mir wirklich leid für euch, aber... Selber schuld. So, was haben wir denn sonst noch hier? Bis nach hier hin und / Cut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind sie selber schuld, weil wer meint hier zu bereinigen, Sachen zerstören, zu zerstören von anderen Spielern, das gehört sich definitiv nicht. Deswegen selber schuld. Ich könnte mich eigentlich auch ganz einfach hier runterbuddeln. Muss aber ins 1-2 nach links gehen.
Ich kann mich bis nach. Ah, jetzt geht's gefährlich los. Ich buddel mich mal ganz kurz bis nach hier unten. Von hier aus. Wobei, eigentlich muss ich gar nicht so tief. Von hier aus. Bis nach. Hier. /z/dirt. Und somit ist das Grundstück von denen gekehrt. Selber schuld, müssen sie nicht beleidigen, griefen und so weiter. So. Oh, da hat er sogar noch Glück gehabt, sonst wäre er jetzt down gewesen. Okay, es reicht mir langsam mit denen, deswegen. Gehe schon mal ins Inventar. Ich gehe noch mal ganz kurz in mein Inventar. Hol noch mal mein Admin-Schwert raus und werde hier noch mal eine verbrezeln. So. Nummer 1 weg. Und wo ist der Nummer 2? Wo ist die Nummer 2? Slash TP Senti. Befinde ich mich hier? Okay, er hat irgendwo. So, wer Scheiße baut, darf sich nicht wundern, wenn sowas dann rauskommt. So, und um das jetzt noch komplett zu untermauern. Slash global ban. Foreign Assassin. Beleidigung. Slash green. Das kann ich aber griefen, so schreibt. Mahlzeit, wer auch immer da ist, bist gerade im Video drin. Aber ist nicht schlimm. Okay, dann war es das wieder. Slash global ban. Senti 88 und ebenfalls. So, somit wäre das auch dann erledigt. Und ich würde sagen, schaut beim nächsten Mal rein, falls mal wieder irgendjemand ein beleidigen zu müssen oder zu griefen. Ist es dann selber schuld. Macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Easy.